Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay und ich zeige euch Paper Beast auf der PSVR 2. Das ist die Enhanced Version, die kostet 24,99. Es ist ja ein alter PSVR-Titel, ein Steam-Titel und ja, der wurde nochmal neu aufgesetzt auf der PSVR 2. Es ist mein erstes Gameplay. Ich denke, es geht gleich hier los, wenn ich hier diese Vorhänge wegziehe. Und ja, ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Und ja, es ist wirklich First Impression. Ich wollte mich jetzt hier nicht irgendwie, ja, spoilern lassen oder sonst was, sondern wollte wirklich mal alles frisch aufnehmen. Das Game hat binauralen Sound. Das heißt, ja, die Umgebung, egal wo wir irgendwas was hören, das ist wirklich komplett 360 Grad um uns herum. Man konnte auch dieses Lied da gerade, konnte man sich verschiedene Effekte nehmen und die links, rechts ziehen und da konnte man den Sound so ein bisschen austesten. Ja, wir sollen auf einem Planeten sein, der mit ja, ganz merkwürdigen Kreaturen besiedelt ist und ja, sollen hier so ein bisschen leben. Ich weiß nicht, denen helfen. Schauen wir mal. Wow, okay, da steht schon was. Also von der Grafik hier, von den Farben her, sieht schon mal echt klasse aus. Gefällt mir. Das Game hat auch durch sehr gute Bewertungen. Wow. Das sieht doch mal geil aus, oder? Wir haben hier... boah, guck mal. Wow! Wir haben auch normale Bewegung. Hi. Du brauchst keine Angst zu haben. Komm her. Komm her. Also wir haben Teleport, wir haben normale Bewegung. Ich bin mal gespannt. Also das geht. Okay. Da ist ein Vulkanausbruch. Na komm. Wow. Ach, guck mal hier. Na komm mal hier. Keine Angst. Ui. Der haut schnell ab am besten. Da kommt der Große wieder. Also aktuell kann ich mich noch nicht bewegen. Außer links, rechts. Hier. Hast du Hunger? Oh. Ich habe kein gutes Gefühl. Okay, jetzt konnte ich den was rausholen. Ach, erst jetzt kann ich mich bewegen. Ach, cool. Ja, früher soll es auch nur Teleport gegeben haben. Jetzt haben wir auch hier die freie Bewegung. Ui. Man kann ja echt alles aufheben. Was soll das hier sein? Ach so. DNA-Material. Oder eher Konfetti, ne? Aha. Also Teleport klappt trotzdem. Ich soll dem, glaube ich, folgen, oder? Hi. Ach, die essen. Was sind diese Sachen? Na komm, gucken wir mal. Uiuiui.
Hat du Hunger? Okay, er will, dass ich weitergehe. Lass ihn in Ruhe. Komm, komm mit. Ich helfe dir. Ich helfe dir. Geil, sogar eine Trophäe für bekommen. Also es gibt hier gute und böse. Habe ich jetzt einen neuen Freund? Hey. Die wollten sie Buchstaben? Ein M? U, P, B? Okay. Kann man hier machen? Nichts. Ja, das war zu essen. Will er hier hoch? Ob ich hier hochkomme, glaube ich nicht. Doch, das geht. Nee. Hier ist Ende. Oh, der hängt fest. Na komm. Lebt hier irgendwas Böses? Was bist du denn für einer? Ach, guck mal. Das ist ein witziges Tierchen. Was passiert jetzt hier? Oh! Habe ich die Kollegen noch mal gerettet hier? Okay, weiter geht's. Komm, Kumpel. Okay, er kommt noch hinterher. Ob das so gut ist, wo ich jetzt lang laufe? Da geht's gar nicht lang. Okay, geh in die Höhle. Ne? Hi. Was macht er jetzt? Schließt er mich jetzt ein? Oh ja. Scheinbar beschützt, denke ich mal.
auch mal eine ganz andere Art von Game, muss man einfach sagen. Wow! Was bist du? Hau ab! Ich weiß ja nicht, ob der böse ist. Nein, nein, geh. Ach, guck mal hier. Der macht den Weg frei. Danke, Wuschel. Ich nenne ihn Wuschel. Das sieht ja geil aus. Na komm. Komm, Wuschel. Mach hier auch den Sand weg. Hier, komm. Okay, hier kommt ein Lichtschein durch. Aber mich ducken kann ich nicht, ne? Greifen, Pause, links, rechts. Ne. Okay. Mit Teleport kommen wir mal schneller durch. Alles halt sehr abstrakt hier, aber also von der Fantasie her einfach mega. Ich mag sowas. Oh. Guck mal hier. Kann man benutzen als Laterne. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Oh. Spinne? Ah. Okay, wir müssen durch die Spinnen. Ich habe kein gutes Gefühl. Okay, der ist hängen geblieben. Okay, kann man den hier irgendwo befestigen? Wo ist Wuschel? Da kommt Wuschel, oder? Na komm. Pflanz dich da mal wieder ein. Irgendeine Art Wurm oder sowas. Wuschel! Wuschel? Komm! Okay, Wuschel macht mir nicht auf. Dann muss ich hier mal gucken, ob der mir... Komm, du kannst mir den wegmachen, oder? Ach ne, der kann den nur aufdicken. Das ist schlecht. Aufdicken ist schlecht. Komm ich jetzt gar nicht weiter? Oder kann ich hier oben irgendwo hoch? Aber sehe ich jetzt auch nichts. Ach, mach der weg. So, nochmal gucken. Okay. Ja, der macht weg. Okay. Der saugt ab. Da geht's raus. Perfekt. Na komm. Noch geht's nicht. Jetzt aber. Hallo Wuschel. Hier ist doch irgendwas Böses, oder?
Okay, da komme ich nicht hin. Da muss ich jetzt hier mir die Würmer holen, oder? Da ist. Okay, der saugt ab. Wir müssen wahrscheinlich jetzt hier einfach. Hey, komm. So, ich hole aber noch den anderen Kollegen. So. So, oder? Wir müssen wahrscheinlich das hier irgendwie zukriegen. Vermute ich mal. Dass wir hier durchkommen. So. Komm hier ein bisschen. So. Gar nicht so einfach. So fast trocken gelegt, oder? Komme ich immer noch nicht durch? Ah, wir könnten den da zum Abfließen bringen. Kommt mal mit. Komm mal mit, Kollege. So. So. So, packen wir den noch weg. So. So. Komme ich aber immer noch nicht durch, ne? Oh ne, warte mal. Wir müssen noch viel mehr ablassen. Na komm. Der kann erstmal hier komplett alles. Alles wegmachen, damit er mal hier komplett abfließen kann. Hier können wir auch mal. So. Rap, zap, zap. Jetzt müssen wir mal schauen.
ob wir da weitergekommen sind. Na, alles ausgetrocknet, jetzt können wir weiter. Auch nicht schlecht. Das Buschel. Na, hast mich im Stich gelassen? Okay, hier ist nichts. Geh mal da lang. Wo ist Buschel? Oh je. Ich habe Buschel verloren. Damit kann ich bestimmt Eis wegmachen, oder? Oder vielleicht sogar kämpfen? Okay. So, dann kann die da abfließen, ne? Der ganze Kram. So, das sieht doch gut aus, oder? Sieht nicht so gut aus. Wow. Also Soundeffekte sind echt geil gemacht, finde ich. So, den nehmen wir mal mit. Wer weiß, was der gut ist. Ich finde cool, dass es so eine Art Spiel noch nicht gegeben hat. Also sagt mir jetzt nichts. Oh. Die halten alles fest, oder? Okay, sonst hätten die mich wahrscheinlich genommen. Da war die Opferanode gerade. Schade ist, dass hier das Mura der PSVR 2 richtig krass durchkommt in diesen dunklen Szenen. Das sieht cool aus. Kann ich hier hoch? Na, guck mal, das ist das Wuschel? Na, guck mal, die machen da irgendwas. Ja. Komm, dann helfe ich euch. Wo will der hin damit? Komm, wir gucken mal, ob wir Wuschel freikriegen. Komm. Ist das hier? Okay, Wuschel ist weg. Was machen die? Versuchen permanent die Kugeln da hoch zu rollen, ne? So, jetzt konnte ich diese wir müssen dem bestimmt helfen.
haken die so den Dings ab. Ach, guck mal hier. Dabei kann ich denen helfen. Das ist kein Problem. Guck, da können die ernten. Mehr Pflanzen. So. Kann ich damit hin? Ich brauche denen hier gar nicht so lange helfen. Ja. Ich weiß aktuell nicht, was ich hier machen kann. Kann ich hier jetzt einen Weg bauen mir? Ah, okay. Das war ja gar nicht so schwer. Für mich jetzt doch. Ganz kurz. So. Muschel. Was ist das? Pass auf, Muschel. Pass auf. Oh, da saugt Wuschel ein. Ah, so ist er hinter die Wand jetzt gekommen. Der wurde kopiert. Guck mal, da ist ein neuer Wuschel. Das ist crazy. Schade, dass wir keinen Körper haben. Und jetzt? Puschel, haut ab. Lass mich hier mit dem Ding alleine. Aha.
Ah, die hellen Level sind schöner. Jetzt geht's nach draußen. Oder? Boah, der Kontrast dazu ist jetzt echt krass. Das sieht ja mal geil aus. Ist das deine Welt, Wuschel? Okay, da kann ich nicht runter. Versuchen wir mal hier unseren Weg zu finden. Aha. Warte doch auf uns. Der lässt uns einfach alleine. Das ist kein treuer Wuschel. Das wird ja der große Kollege, ne? Und da ist noch irgendwas. Guck mal hier. Ja, guck mal, den kann man sogar berühren. Ich denke mal, wir müssen denen alle helfen. Na komm, ihr. Was hat er? This is not a Simulation. Guck mal, ich kann den so ein bisschen. Okay. Also das heißt, wir leben hier wirklich. Scheiße, mein altes Leben ist vorbei. Guck mal. Oh je. Okay. Wir gucken noch mal. So, die brauchen alle Wasser. Kann ich mir gut vorstellen. Komm.
kommen die. Den können wir noch. Da kommt was. Das ist bestimmt böse, das Ding, oder? Die beten das alle an oder was machen die hier? Wie kriegt man jetzt das so hin, dass der da Wasser bekommt? Das läuft alles nach hier, ne? Guck mal, das noch was. Kommst du hier? Komm hier. Was denn hier? Ach, guck mal. Guck mal, dem Ding kann ich hier definitiv bestimmt so eine. Na komm. Gucken wir mal, ob wir den da irgendwie mit Wasser versorgt bekommen. Was spielt denn hier für eine Rolle? Na komm. Okay, den kann man nicht mehr retten. Nehmen wir den mal mit. Was denn hier? Hier ist nichts, okay. Irgendwas muss ich doch jetzt hier machen. Den Baum. Wo ist denn der Lappen jetzt? Da. Ja.
Oder muss der... Muss der hier lang, der Fluss? Kann man mal probieren, ne? Dauert natürlich, bis der dann hier mal voll ist, ne? Ach, guck mal. Er lebt wieder. Das ist ja schon mal gut. Habe ich denen schon mal geholfen? Also scheinbar ist es immer mit so kleinen Mini-Rätseln dann. Tiefer geht auch nicht, ne? Ein bisschen freier machen hier. Ich weiß nicht, ob das dann ein bisschen noch mehr wird. Ja, oder? Das ist ein bisschen schneller geworden. Dann bohren wir mal weiter. Wie geil ist das denn? Greife nach dem Korb, um zu steuern. Guck mal, da gehen wir mal nach da. Tschüss, Baum. Boah, mal was nicht mit Ballern und einfach, ja, ein paar kleine Rätsel lösen. Boah, oh, oh, oh. Einfach genießen, die Musik ist cool. Also passt einfach, ist total stimmig. Und wo gehst du jetzt hin? Wir gehen dahin, wo der Wind uns hintreibt. Neue Welt vielleicht? Also viel lenken kann ich jetzt nicht mehr. So. Da ist ein See, da gehen wir jetzt mal hin. Oh, da gibt es jetzt wieder neue Tiere. Schauen wir mal, was wir da machen können. Boah, das sieht richtig gut aus. Schöne Wasserquelle. Auf so eine Idee muss man erst mal kommen, über sowas dann ein Spiel zu machen. Die sind irgendwie krank.
So. Wo ist meine Reise jetzt? Wo endet die? Oder wann kann ich hier runter? Jetzt, oder? Ja. Oder geht's da oben hoch? Na komm. Ein Schildkröte oder was soll das sein? Weg da, weg da. Okay, was macht das? Das macht. Guck mal, die sind da total wild drauf. Scheint Wasser zu sein erstmal, oder? Das ist komisches Wasser. Mit in den Links packen. Ne. Sind alles Töne, ne? Ab und zu hört man sowas Komisches. Ist er kaputt? Das war jetzt aber nicht mein... Na komm! So, was kann der? Okay, der kann wieder Erde machen. Dann würde ich gerne, dass du hier Erde aufschüttest.
War das hier? Keine Ahnung. Komm, damit kommst mit. Hilf mal deinen Kumpel hier. Kann man denen hier irgendwie helfen? Alles gut. Kommt er so durch mal? Komm, ich versuche dir mal zu helfen. Boah, das ist aber nicht so einfach. Na komm. Na komm. Die kommt ja gar nicht mehr voran hier. Lass du los. Okay, wir gehen mal weiter. Das sieht krass aus. Was ist hier? Lass uns aber mal angucken hier. Okay. Was kann das Ding? Da bestimmt auch irgendwas. Na, guck mal, Eis.
Ich weiß zwar nicht, was nützt, aber... zu. Darf nicht ablaufen, denke ich mal. Genau. So, dann kann er jetzt da reinlaufen, dann kann ich nachher vereisen und schön ist gewesen. Aber was ist denn mit dem roten Ding? Dem roten Tuch? Da läuft es wieder ab. Das ist blöd. Das ist blöd. Könnte man die mal lenken hier? Kleinen. Komm mal hier. Du musst hier mal was tun. Na komm. Umleiten. Wird schon langsam voller, ne? Die folgen dem doch, oder? Aha. Komm.
Komm hier. Hätte ich auch eher drauf kommen können, dass die darauf so abfahren. Ich schau mal kurz, ob wir das noch. Da sollte ich doch jetzt auch hinkommen, oder? Ja. So, nächstes Level. Aber ich würde jetzt hier Schluss machen. Aber ich finde das Spiel genial. Also ich mag solche Games auch mal für die ruhigen Stunden. Muss nicht immer nur ballern sein, sondern kann auch mal sowas sein. So ein bisschen, ja, sich in der Traumwelt hineinversetzen lassen, und für sowas ist VR ja eigentlich top. Und Sound geil, mir gefällt diese Grafik oder ja, dieses Traumhafte. Also ich kann mich nicht beschweren, ich würde definitiv eine Empfehlung rausgeben für das Game, aber ihr seht ja schon im Video, ob das was für euch ist oder nicht. Also man muss wirklich der Typ dafür sein, der sich auf sowas auch einlässt und der nicht direkt sagt, was ist das hier für ein Mist. Ja, auf solche Games muss man sich einfach einlassen. Sich einfach mal ein bisschen verzaubern lassen, einfach mal in eine andere Welt entführen lassen. Mal abstürzen, wie es hier jetzt aussieht. Und ja, das ist Paper Beast für 24,99 im PSVR 2 Store zu erhalten. Und ja, von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde es cool. Einfach mal was anderes. Und ja, falls euch gefallen hat und ihr sagt, cool, möchte ich gerne mehr von sehen, von VR, von Gaming, dann gerne ein Abo da lassen, würde mich echt freuen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und ja, ich verabschiede mich jetzt. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.